Hallo und willkommen zum letzten Teil Pharmakokinetik, Pharmakodynamik. Es geht um Gewöhnungsprozesse, Toleranz, es geht um die Tachyphylaxie und es geht um Entzug und Absetzen von Arzneimitteln. Gewöhnung oder Toleranz heißt, bei wiederholter Applikation, also bei anhaltender Stimulation, gewöhnt sich der Körper an den Arzneistoff. Das gleiche gilt bei maximaler Stimulation. Das heißt, es kommt zur Abnahme der Wirkung bei gleicher Dosis, zur Desensibilisierung. Folge: Die Dosis muss erhöht werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Es gibt eine pharmakokinetische Toleranz und eine pharmakodynamische. Bei der pharmakokinetischen ist beispielsweise der Abbau beschleunigt durch Enzyminduktion. Pharmakodynamische Toleranz kann mehrere Ursachen haben. Beispiel: eine Rezeptoradaptation, eine Downregulation von Rezeptoren, eine Veränderung der Rezeptorendichte durch Internalisierung oder Abbau, eine Veränderung der Empfindlichkeit der Rezeptoren, eine vermehrte Bildung von inhibitorischen G-Proteinen. Ein beschleunigter Abbau der Rezeptor-Messenger-RNA. Folge beispielsweise: Der Morphinist verträgt Dosen, die für einen Ungewöhnten tödlich sind. Schauen wir uns deshalb das Beispiel der Opiate ein bisschen näher an. Bei längerer Anwendung werden immer höhere Dosen benötigt, um eine gleichbleibende Wirkung zu erzielen. Gewöhnung oder Toleranz. Mögliche Mechanismen: die Internalisierung des Rezeptors, er verschwindet von der Zelloberfläche. Die Desensibilisierung des Rezeptors, er wird weniger empfindlich. NMDA-Rezeptoren werden sensitiviert, das heißt, sie wirken proalgetisch. Bei abruptem Entzug sind die sensibilisierten Rezeptoren für Krämpfe verantwortlich. Bei längerer Anwendung kommt es zu einer chronischen Steigerung der Aktivität der Adenylatzyklase. Die Opiate selbst führen zu einer verminderten Cyclo-AMP-Bildung über GI. Bei chronischer Anwendung hingegen wird mehr Cyclo-AMP gebildet. Folge beim Entzug: Es kommt zu den Entzugssymptomen durch die massiv gesteigerte Cyclo-AMP-Bildung. Wichtig, um Gewöhnungsprozesse zu verlangsamen und Entzugserscheinungen zu verringern: die Dosis nur so hoch wie notwendig einsetzen. Spitzenspiegel bei Dauermedikation vermeiden. Dadurch kommt es schneller zur Rezeptoradaptation. Günstig sind deshalb Retardpräparate oder die transdermalen therapeutischen Systeme, die Pflaster. Wenn die Substanz selbst eine lange Halbwertszeit hat, über 12 Stunden, ist eine Retardierung in der Regel nicht notwendig. Beim Absetzen immer ausschleichen. Das ist wichtig, um Entzugserscheinungen zu reduzieren, also die Dosis langsam herunterfahren. Schauen wir uns die Tachyphylaxie an, die Schnellgewöhnung. Hier entwickelt sich die Toleranz innerhalb von Minuten oder Stunden. Zwei Beispiele: die Nitrate und die Amphetamine, indirekte Sympathomimetika. Starten wir mit den Nitraten. Die Toleranz tritt innerhalb von einem Tag auf. Es kommt zu einer deutlichen Abnahme der Wirkung. Der Mechanismus ist nicht ganz klar, eventuell vermehrte Bildung reaktiver Sauerstoffspezies. Dadurch wird NO unwirksam. Das Ganze ist reversibel. Wichtig: ein Einlegen eines nitratfreien Intervalls von 8 bis 10 Stunden, beispielsweise in der Nacht. Die indirekten Sympathomimetika, Beispiel die Amphetamine, dazu zählt aber auch dann das Kokain. Wenn die Substanzen in kurzen Abständen wiederholt genommen gegeben werden, kommt es zur Entleerung der Transmitterspeicher. Also es kommt zur Entleerung der Vesikel, zur Erschöpfung. Die Transmitterkonzentration in den Vesikeln nimmt ab. Der Transmitter kann nicht schnell genug nachgebildet werden, mit der Folge, es wird immer weniger Transmitter frei.
Zudem werden bei Daueranwendung die Rezeptoren herunterreguliert. Wir haben hier einen Sonderfall der Toleranz, der Resistenz. Durch steigende Dosen kann das nicht kompensiert werden. Wenn die Speicher leer sind, kann die Wirkstoffdosis so hoch sein, wie es nur geht. Es ist keine Wirkung zu erzielen. Beim Absetzen bzw. beim Entzug der Amphetamine kann es zu depressiven Verstimmungen kommen, begleitet von einem starken Drogenverlangen, dem Craving. Schauen wir uns Beispiele für Anpassungsprozesse an, die teilweise physiologisch sind. Herzinsuffizienz. Es kommt hier zur Downregulation der Beta-Rezeptoren. Bei Herzinsuffizienz, werden wir uns noch anschauen, ist der Sympathikus aktiviert, dauerhaft erhöht. Der Körper versucht, dem Herz die Peitsche zu geben. Mit der Folge, das kranke Pferd, das kranke Herz wird totgeprügelt. Das Ganze wird wichtig sein bei der Therapie der Herzinsuffizienz. Anderes Beispiel. Bei der Gabe von Rezeptorblockern kommt es zur Abregulation der Rezeptoren. Die Schilddrüsenhormone führen zu einer Zunahme der Beta-Rezeptoren. Beispielsweise dann die Wirkung im Bereich des Herzens über Beta 1. Oxytocin, die Anzahl der Rezeptoren, nimmt insbesondere gegen Ende der Schwangerschaft zu. Das ist wichtig für den Geburtsprozess, wichtig für die Wehentätigkeit. Zusammengefasst, die Rezeptorzahl kann insbesondere bei längerer Medikation vom Körper hoch oder herunter reguliert werden. Bei Dauermedikation kommen solche Regulationsmechanismen in Gang. Also nochmal, entweder eine Downregulation, der Körper versucht, der Dauerstimulation zu entgehen, oder eine Abregulation ist möglich. Näheres hierzu jetzt am Beispiel eines Agonisten oder Transmitterüberschuss. Das heißt, wir haben ein zu starkes, ein unphysiologisch starkes Signal. Folge, der Körper versucht sich zu schützen vor dem Signal, er fährt die Anzahl der Rezeptoren herunter. Es kommt zur Downregulation. Die Rezeptoren werden in die Zelle gezogen oder werden abgebaut. Die Rezeptorsynthese wird heruntergefahren. Folge beim Arzneistoff. Die Dosis muss erhöht werden. Das heißt, wir haben hier eine pharmakodynamische Toleranz. Und es entwickelt sich ein Teufelskreis. Durch die Dosiserhöhung kommt es nochmal zur Downregulation. Die Wirkung lässt nach. Folge davon, die Dosis muss wieder erhöht werden. Beispiele: Beta-2-Agonisten bei Asthma. Ein Wirkstoff, das Salbutamol, hat einen schnellen Wirkungseintritt, aber auch eine schnelle Rezeptoradaptation. Die Kombination mit einem Glukokortikoid, also einem Cortison, scheint die Toleranzentwicklung zu verringern. Deswegen sollten die Beta-2-Agonisten bei längerer Therapie nie allein eingesetzt werden. Der Morphinabhängige, den hatten wir eben schon besprochen, bei wiederholter Gabe des Morphins oder auch des Heroins nimmt die Anzahl der Rezeptoren ab. Desensibilisierung, Gewöhnung. Die Wirkung des Morphins sinkt, die Dosis muss gesteigert werden. Und das geht bis in Bereiche, die für einen nicht morphingewöhnten tödlich sind. Bei den Opiaten, die Toleranzentwicklung besteht für die analgetische und die atemdepressive Wirkung und für die Übelkeit, nicht aber für die Obstipation. Nun zum Gegenteil, zum Antagonisten oder einem Transmittermangel. Das heißt, der Körper hat ein zu schwaches, auch hier ein unphysiologisch schwaches Signal. Folge, der Körper fährt die Rezeptoren nach oben, eine Abregulation. Da der Zelle das Signal fehlt, kommt es zu einer vermehrten Neusynthese der Rezeptoren oder sie werden empfindlicher.
Folge, die Wirkung des Antagonisten nimmt ab. Auch hier ist die Folge eine Dosiserhöhung. Wir kommen auch hier in einen Teufelskreis hinein. Ein Beispiel, die H1-Blocker sind sedierend. Als Schlafmittel werden sie eingesetzt und können eine ständige Dosiserhöhung zur Folge haben. Beispielsweise wurden 10 Tabletten am Abend genommen. Zu der sogenannten Rebound-Reaktion, der Entzugsreaktion beim plötzlichen Absetzen des Antagonisten. Beispiel, es wird ein H2-Blocker über längere Zeit genommen, um die Magensäureproduktion herunterzufahren. Der Körper reagiert darauf, es werden mehr H2-Rezeptoren gebildet. Wenn jetzt der H2-Blocker abgesetzt wird, kommt es zum Acid Rebound, das heißt, es wird vermehrt Säure produziert. Anderes Beispiel, jemand nimmt länger einen Beta-Blocker. Folge, der Körper steigert die Anzahl der Beta-Rezeptoren. Eine pharmakodynamische Sensibilisierung. Wenn der Beta-Blocker dann plötzlich abgesetzt wird oder vergessen wird, kommt es zu einer heftigen Reaktion des physiologischen Agonisten, also von Adrenalin und Noradrenalin. Folge, der Blutdruck steigt stark an, das Herz wird belastet. Im schlimmsten Fall kann es zur Angina pectoris und zum Herzinfarkt kommen. Das ist wichtig, dass man dem Patienten das immer wieder klar macht. Er muss seinen Beta-Blocker regelmäßig nehmen und nicht weglassen, wenn er das Gefühl hat, es geht ihm besser. Schauen wir uns nun Grundregeln zur Entwöhnung und danach ein paar Beispiele für das Absetzen von Medikamenten an. Erster Punkt, die Dauer der Entwöhnung, in der Regel so ca. 10% der Therapiedauer, in der Regel maximal 3 Monate. Hier gibt es Ausnahmen. Die Opiate werden länger abgesetzt. Bei den Benzodiazepinen gilt die Absetzdauer sollte so lang etwa in Monaten betragen, wie die Einnahme in Jahren erfolgt ist. Beispiel Einnahme 5 Jahre, Entzug oder Absetzen über 5 Monate. Der zweite wichtige Punkt, ausschleichend absetzen. Dosisreduktion etwa 50%. Maximal ein Beispiel, es wird erst eine ganze Tablette genommen, dann eine Dreiviertel, eine halbe, ein Viertel und so weiter und so fort. Günstig, wenn rezepturmäßig die Arzneimittel hergestellt werden können. In dem Fall kann man etwa in 10% Schritten die Dosis reduzieren. Auch hier gibt es Ausnahmen. Ein direktes Absetzen ist möglich bei extrem langer Halbwertszeit. Oder ein direktes Absetzen ist notwendig, wenn wir akut schwere Nebenwirkungen haben. Starten wir mit dem Beispiel der Benzodiazepine. Diese sollten nach längerer Anwendung immer langsam abgesetzt werden. Sonst kommt es zu einer Rebound-Insomnie. Benzodiazepine werden bei Schlafstörungen eingesetzt. Bei einem plötzlichen Stopp kann es zu Albträumen kommen, unangenehmen Albträumen. Sofortiger Stopp der Medikation heißt ein akuter oder ein kalter Entzug. Es treten Entzugserscheinungen auf, Krämpfe, Tremor, Angstzustände, Deliere, Psychosen, Depressionen. Die Krämpfe hatten wir schon besprochen. Es kann auch Herz-Kreislauf-Beschwerden geben, Tachykardie, Blutdruckveränderungen. Besser als der akute Entzug, in dem Fall umstellen auf Oxazepam. Das ist eine Substanz, die keine aktiven Metaboliten bildet, mit einer mittleren Halbwertszeit. Oder umstellen auf Diazepam, lange Halbwertszeit. Bei den Substanzen mit langer Halbwertszeit sind die Entzugssymptome schwächer. Dann wird schrittweise die Dosis reduziert, alle 1 bis 2 Wochen. Hier 2 Beispiele von 10 auf 5, auf 2, auf 1 und so weiter. Oder von 40 Milligramm erst in 2 Milligramm Reduktionsschritten
und dann nachher nur noch 1 Milligramm pro Woche reduzieren. Eventuell kann unterstützend Baldrian hochdosiert eingesetzt werden. Zweites Beispiel, der MÜK, der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz, also der medikamenteninduzierte Dauerkopfschmerz, tritt insbesondere bei der Kopfschmerztherapie auf. Also 80% der MÜK-Betroffenen hatten Spannungskopfschmerz oder Migränekopfschmerz mit Kopfschmerz mehr an 15 Tagen im Monat. Bei den anderen Schmerzen, beispielsweise chronischen Rückenschmerzen, ist der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz selten oder tritt kaum auf. Auftreten gerade im Bereich der Kopfschmerztherapie nach teilweise 3 Monaten oder aber auch sehr viel längerem Missbrauch. Bei den Triptanen tritt der MÜK schneller auf als bei den nicht steroidalen Antiphlogistika, also Ibuprofen beispielsweise. Es kommt zur Hochregulation der Schmerzrezeptoren. Die Patienten haben täglich Schmerzen, über 15 Tagen im Monat, hatten wir eben schon erwähnt. Es ist ein konstanter Schmerz, mittelschwer. Bei den NSA, ähnlich wie der Spannungskopfschmerz, also beidseitig und dumpf. Bei den Triptanen eher wie der Migränekopfschmerz, also eher pulsierend, klopfend, einseitig. Das Ganze beginnt schon morgens beim Erwachen und dauert den ganzen Tag an. Zunehmend bei Belastung. Deswegen werden zum Teil prophylaktisch Schmerzmittel täglich eingenommen. Und das führt ja zur Förderung des Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Wichtig deshalb beim Einsatz der Kopfschmerzmittel die Anwendung nicht mehr als 3 Tage hintereinander oder 3 Tage pro Woche. Für die Kombimittel, für die Triptane und die Opiate gilt nicht mehr als an 10 Tagen pro Monat. Es ist keine Frage der Dosis oder der Art des Medikaments, es zählen nur die Tage. Beispiel 5 Tage Triptan und 6 Tage NSA sind 11 Tage. Wir liegen über den 10 Tagen. Bei den anderen Monopräparaten, also beispielsweise bei den NSA, ist zum Teil zu finden nicht an mehr als 15 Tagen pro Monat. Es gibt kritische Monatsdosen. Diese habe ich einfach mal aufgelistet. Bei den NSA bitte auch an die möglichen Nebenwirkungen bei längerer Anwendung denken. Hier insbesondere bei Älteren betroffen die Nieren oder die Magenschleimhaut. Es kommt zu Ulzerationen. Daneben natürlich nicht zu vergessen die Gefäßkomplikationen. Wichtig ist die Abgrenzung des MÜK zur chronischen Migräne. Wenn eine chronische Migräne vorliegt, sollte eine Migräneprophylaxe begonnen werden, mit Beta-Blockern beispielsweise. Wenn in der Apotheke der Verdacht auf einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz auftritt, Patienten ansprechen, aufklären, dass die Kopfschmerzen durch das Kopfschmerzmittel entstehen und dringend einen Arztbesuch empfehlen. In komplizierten Fällen erfolgt eine stationäre Therapie. Also nochmal, der erste Schritt ist eine Beratung. Der Patient muss wissen, dass seine Kopfschmerzen durch das Schmerzmittel bedingt sind. Im nächsten Zug wird dann das Arzneimittel abgesetzt und hier meist abrupt. Die Analgetika, die Triptane, werden in der Regel abrupt abgesetzt. Folge, es kommt dann natürlich zu einem massiven Entzugkopfschmerz über einige Tage. Dazu kann Übelkeit auftreten. Ziel ist eine Medikamentenpause von circa 1 Monat. Nur eine Anmerkung, Benzodiazepine, Opioide und Barbiturate müssen immer ausgeschlichen werden. Also die nie abrupt absetzen. Wenn jetzt der eine Monat vorbei ist und 3 Tage keine Schmerzen mehr bestanden haben,
bedeutet eine nächste Attacke in der Regel wieder einen primären Kopfschmerz, beispielsweise einen Migränekopfschmerz. Und der kann dann wieder akut behandelt werden, dann aber professionell. Also Schmerzmittel an maximal 10 Tagen im Monat. Umgekehrt gesagt, 20 Tage im Monat ohne Schmerzmittel. Bei der Migräne hatten wir schon erwähnt, eine Migräneprophylaxe durchführen. Bei der Behandlung des MYK wichtig, Schmerztherapeuten einschalten, Neurologen, Kopfschmerzambulanzen nutzen. Unterstützend werden eventuell die trizyklischen Antidepressiva oder Antiepileptika als Co-Analgetika eingesetzt. Gegebenenfalls wird ASS parenteral appliziert und ein Antiemetikum gegeben. Der Einsatz von Cortison über 3 bis 5 Tage ist umstritten. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an: Missbrauch von Schnupfenspray. Der Patient nimmt ein abschmellendes Nasenspray, ein Alpha-Mimetikum. Hier kommt es nach circa 3 Wochen zu einer Toleranz. Wenn die Wirkung des Arzneistoffs nachlässt, kommt es zu einer reaktiven Hyperämie. Das heißt, die Schleimhaut schwillt wieder an, es kommt zu Atembeschwerden. Folge: Das Spray wird immer weiter genutzt, auch wenn der infektbedingte Schnupfen schon lange vorbei ist. Auf Dauer kann es durch das ständige An- und Abschwellen der Schleimhaut, durch die Veränderung der Durchblutung im Schleimhautbereich zu irreversiblen Schleimhautschädigungen kommen. Folge: Die Nase trocknet aus, sie kann bluten, wird anfällig für Keime. Es entsteht die Rhinitis sicca mit Borkenbildung. Im schlimmsten Fall stirbt das Gewebe ab, es kommt zur Stinknase, die Oozaena. Ein sofortiges Absetzen, ein kalter Entzug ist oft nicht möglich. Problematisch sind insbesondere die Atembeschwerden, die dann nachts auftreten. Ein Beispiel: Ein Erwachsener Missbrauch des Nasensprays über 3 Jahre. Folge: Entwöhnungsdauer dauert etwa 3 Monate. Geben Sie Hilfestellung in der Praxis. Dosis langsam reduzieren. Das heißt, umsteigen auf das Kinder-, dann auf das Säuglingsspray. Das Spray weniger häufig anwenden. Eine Möglichkeit ist auch, erst ein Nasenloch zu entwöhnen, die Einlochtherapie. In der Zeit werden dann pflegende Tropfen verwendet und dann wird das zweite Nasenloch entwöhnt. Zusatzempfehlung: Add-on günstig, Salzlösungen verwenden zum Spülen oder Dexpanthenol ist heilungsfördernd. Oder mit dem Arzt Cortison einsetzen. Cortison ist nicht, Nasenspray nicht zugelassen in der Selbstmedikation für diesen Fall, sondern Cortison kann nur in der Selbstmedikation eingesetzt werden bei Heuschnupfen, wenn der Arzt die Diagnose gestellt hat. Nächster mögliche Missbrauch: Abführmittel Laxantien. Im Mittelalter wurde häufig abgeführt, purgiert, also gereinigt. Der Körper soll von bösen Säften befreit werden. Die Therapie bestand damals meist auch aus Erbrechen, Abführen, Aderlass, Schwitzen. Vor dem Fasten zur Buße wurde eine Reinigungsstrafe eingesetzt, Glaubersalz in höheren Dosen genommen. Noch heute beginnen viele Fastenkuren mit einem unnötigen Abführritual. Es genügt völlig, wenn der Stuhlgang alle 2 bis 3 Tage erfolgt. Aber vielen Patienten ist das nicht zu vermitteln. Die erwarten, dass sie jeden Morgen um 7:30 ihre Stuhlentleerung haben. Und das ist dann der Grund für einen Dauermissbrauch von Laxantien. Ein anderer Grund: der Schlankheitswahn. Man versucht mit Abführmitteln die Figur Richtung schlank zu verbessern. Hier gibt es belegte Missbrauchsfälle. In einem Jahr wurden tausende Tragees von Dulcolax eingenommen. Ganz wichtig: Mit Abführmitteln lässt sich keine Gewichtsreduktion erzielen. Wir verlieren nur Wasser und Salze.
Auf Dauer kommt es zur Funktionsuntüchtigkeit des Darms, wenn über längere Zeit höhere Dosen eingenommen werden. Ein Grund sind die Elektrolytverluste, und zwar speziell der Kaliumverlust. Dadurch wird der Darm träge, mit der Folge, es muss wieder ein Abführmittel eingenommen werden. Und wir haben hier erneut nochmal einen Teufelskreis. Laxantien wirken also weder gewichtsreduzierend noch entgiftend. Es gibt keine Autointoxikation, also keine Selbstvergiftung durch Darminhalte. Ein paar Grundzüge für den Einsatz in der Selbstmedikation. Nur bei Verstopfung und dann möglichst kurzfristig, also ein paar Tage. Durch ein Abführmittel kann der gesamte Dickdarm entleert werden. Folge, es dauert eine längere Zeit, bis der Darm wieder gefüllt ist und der nächste Stuhldrang einsetzt. Also nicht zu früh wieder erneut ein Abführmittel einnehmen. Frühestens nach 2 bis 3 Tagen. Folge, eine diskontinuierliche Therapie. Also alle 2 bis 3 Tage ein Abführmittel, das reicht. Schauen wir uns einen Missbrauchsfall an. Beispiel, es hat jemand lange Zeit Dulcolax eingenommen. Sinnvoll oder notwendig in dem Fall natürlich die Entwöhnung. Und sinnvoll die Umstellung von einem Hydragog auf ein osmotisch wirksames Abführmittel. Und hier ist es gut, wenn wir bei dem Warenzeichen Dulcolax bleiben, Dulcolax M mit Macrogol. Die Wirkung in dem Fall für die Psyche, es ist ja noch mein altes Mittel, obwohl es natürlich anders wirkt. Das Dulcolax wird also langsam reduziert und gleichzeitig Dulcolax M hochgefahren. Dann wird Dulcolax M ausgeschlichen. Also hier jeden zweiten, jeden dritten, jeden vierten Tag verwenden. Auch hier kann Umstellung und Entzug relativ lange dauern. Eine andere Möglichkeit, beim Natriumpicosulfat, dem Laxoberal, gibt es in Tropfenform. Hier kann dann individuell ausgeschlichen werden. Das heißt, es werden die Anzahl der Tropfen reduziert und dann nachher die Tage einfach verlängert für die Einnahme. Schauen wir uns die Nikotinabhängigkeit an den Raucher. Ein akuter Rauchstopp gelingt einigen, ist in vielen Fällen aber dann doch dauerhaft nicht möglich. Ein konkretes Beispiel, wir haben einen Raucher, 20 Zigaretten pro Tag. Bei einer Zigarette werden etwa 1 Milligramm Nikotin ins System aufgenommen. Der Missbrauch, also das Rauchen, dauert 5 Jahre. Entwöhnungsdauer folglich etwa 3 Monate. Wir starten, es wird zu Beginn die Nikotinmenge der Zigaretten durch eine Ersatztherapie zugeführt. Dann wird langsam die Dosis reduziert, kontrolliert ausgeschlichen. 20 Zigaretten pro Tag, eine Zigarette etwa 1 Milligramm für den Körper, bedeutet, unsere Startdosis sind 20 Milligramm pro Tag. Und dann wird langsam reduziert, beispielsweise 2 Milligramm pro Woche, wären wir bei 10 Wochen, das sind so ungefähr unsere 3 Monate. Wichtig, Hilfestellung, Psychotherapie, am besten mit dem Arzt das Ganze absprechen. Es erfolgt also folglich die Umstellung des Zigarettenrauches gegen Kaugummikauen beispielsweise. Dann wird die Anzahl der Kaugummis reduziert. Nur ein Hinweis, die Nikotinpräparate für Kinder sind kritisch, deswegen kindersicher aufbewahren und entsorgen. Entwöhnung möglichst unter ärztlicher Kontrolle und psychotherapeutischer Begleitung. Wichtig eine Verhaltenstherapie, die Orte meiden, an denen man oft geraucht hat. Schauen wir uns die Darreichungsformen an. Es gibt Kaugummis.
2 und 4 Milligramm und das mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Kaugummis sind eher für Gelegenheitsraucher geeignet, für leichte bis mittelstarke Raucher. Durch die Kaugummis wird das Nikotin diskontinuierlich zugeführt. Beispiel: Raucher über 30 Zigaretten pro Tag. Hier werden erst 4 Milligramm Kaugummis eingesetzt, maximal ein Kaugummi pro Stunde und 16 am Tag. Das heißt, es sollten nicht mehr als 64 Milligramm pro Tag sein. Dann wird nach einigen Wochen auf die 2 Milligramm Kaugummis umgestellt und dann die Anzahl der Kaugummis reduziert. Ein Raucher mit weniger als 20 Zigaretten pro Tag startet gleich mit den 2 Milligramm Kaugummis. Hinweis zum Kauen: Die Kaugummis werden langsam über 30 Minuten gekaut. Das Nikotin soll relativ langsam freigesetzt werden. Also kauen mit Pausen. Wenn ein leicht brennender, pfeffriger Geschmack auftritt, wird das Kaugummi in der Backentasche geparkt. Das Ganze wird dann wiederholt über insgesamt ca. 30 Minuten. Es gibt Lutschtabletten. Diese werden wie ein Kaugummi über 30 Minuten gelutscht. Und sie werden in der Backentasche geparkt. Also nicht kauen oder schlucken. Ähnlich bei den Mikrotabs, diese lösen sich innerhalb von 20 bis 30 Minuten unter der Zunge auf. Kommen wir nun zu den Pflastern, den transdermalen therapeutischen Systemen. Diese sind eher geeignet für regelmäßige, starke Raucher. Der Gelegenheitsraucher braucht kein Pflaster. Ein Pflaster wirkt lang und gleichmäßig. Es kommt zu einer kontinuierlichen Zufuhr von Nikotin. Maximale Plasmaspiegel in der Regel nach 8 Stunden. Der Wirkungseintritt langsam beim ersten Pflaster etwa nach 3 Stunden. Nikotinmenge reduzieren heißt hier ein kleineres Pflaster einsetzen. Beispiel: erst TTS 30, dann 20, dann 10. Das entspricht in etwa der Zigarettenanzahl pro Tag. Die Pflaster werden in der Regel morgens aufgeklebt, am Oberarm, am Oberkörper, im Hüftbereich. Wichtig: täglich die Stelle wechseln. Nach Berührung, nach dem Aufkleben Hände waschen. In der Werbung gibt es Pflaster für 16 Stunden. Hier heißt es dann, wer raucht schon nachts? Aber morgens tritt dann entsprechend ein größeres Verlangen nach der ersten Zigarette auf. Alternativ wird geworben mit 24 Stunden. Durch den Abfall des Nikotins, also durch den Nikotinentzug, kommt es zu Schlafstörungen. Dazu soll das Pflaster mit 24-Stunden-Wirkung gegen die Sucht nach der frühen Morgenzigarette wirken. Grundsätzlich gilt, Pflaster nicht zerschneiden. Es könnte hier zu einer vermehrten, schnelleren Freisetzung des Nikotins kommen. Pflaster zusammengeklebt entsorgen. Es ist noch relativ viel Nikotin in dem Pflaster drin, wenn es abgenommen wird, und Kinder dürfen auf keinen Fall Zugriff haben. Mögliche Nebenwirkungen: es kann zu Hautreaktionen kommen. Aber Vorsicht! Bei Hitze in der Sauna, beim Ausdauersportler, kann es zu einer erhöhten Freisetzung kommen. Es gibt außerdem die Nikotin-Inhaler, sehen aus wie eine Zigarettenspitze und enthalten eine Nikotinpatrone. In der Regel für 7 Anwendungen. Nach der 7. Anwendung sinkt die Dosis, die freigesetzt wird. Es sollen maximal 6 Patronen pro Tag genutzt werden. Nach dem Öffnen sollte die Patrone innerhalb von 12 Stunden verbraucht werden. Das Ganze nicht unter 15 Grad verwenden, dann wird zu wenig Nikotin frei. Ab 30 Grad verdampft das Nikotin schneller. Bei jedem Zug aus dem Inhaler wird meist weniger Nikotin aufgenommen als beim Zug an einer Zigarette.
Daher sollte meist doppelt so oft und mit längeren Zügen inhaliert werden. Die Anwendung dauert ca. 20 Minuten. Nebenwirkungen, in dem Fall im Bereich der Atemwege, es kann zu Reizungen kommen. Also Husten oder Irritationen im Mund-Halsbereich. Es gibt ein Mundspray in der Werbung zu finden, die Akuthilfe mit schneller Wirkung. Die meisten Raucher benötigen ein oder zwei Sprühstöße alle 30 bis 60 Minuten. Auch hier maximal die 64 Milligramm, 64 Sprühstöße pro Tag. Maximal 4 pro Stunde. Nicht inhalieren, nicht einatmen beim Sprühen. Die Anwendung erfolgt in die Mundhöhle und danach einige Sekunden nicht schlucken. Es gibt ein Nasenspray, das ist verschreibungspflichtig. Ich weiß gar nicht, ob es noch auf dem Markt ist. Das Problem ist, wir haben hier einen sehr schnellen, einen heftigen Wirkungseintritt. Wie beim Rauchen, das heißt, die Suchtgefahr ist relativ groß bei den Nasensprays. Bei sehr starken Rauchern, der Fagerström-Test über 6, wird zu Beginn gegebenenfalls eine Kombitherapie eingesetzt. Also Beispiel Pflaster mit Spray oder Lutschtablette bzw. Kaugummi. Was man nicht machen sollte, ist Kombination mit der Zigarette. Obwohl es auch hier Therapieschemata gibt, die anfangs noch die Zigarette zulassen. Eine Anmerkung. Wechselwirkungen beim Einsatz von Nikotinersatzpräparaten oder auch bei akutem Rauchstopp. Beim Rauchen kommt es durch die Teerprodukte zur ZYP-Induktion. Betroffen ist ZYP1A2. Wenn jetzt der Raucher aufhört zu rauchen, setzt Nikotinersatz ein oder führt einen akuten Rauchstopp durch, fällt diese ZYP-Induktion weg. Das heißt, wir kriegen ein Problem bei Arzneistoffen, deren Dosis zuvor wegen der ZYP-Induktion erhöht worden ist. Beispiel: Theophyllin. Wird beim Raucher schneller abgebaut, die Dosis muss erhöht werden. Wichtig, wenn der Raucher jetzt aufhört zu rauchen, fällt unsere ZYP-Induktion weg. In dem Fall muss die Dosis reduziert werden. Ähnliches gilt für das Koffein beim Kaffee. Der Raucher benötigt, wenn er raucht, mehr Koffein. Umgekehrt, wenn er aufhört zu rauchen oder setzt Nikotinersatzprodukte ein, sollte die Kaffeemenge reduziert werden, sonst kriegen wir zu starke Nebenwirkungen durch das Koffein. Ein letztes Beispiel, Antihistamin als Schlafmittel. Wir hatten das Beispiel eben gehabt, 10 Tabletten pro Tag wurden im Laufe der Zeit benötigt. Das heißt, durch die Gewöhnung wurde die Dosis immer wieder erhöht und jetzt sind wir bei 10 Tabletten pro Abend angekommen. Der Missbrauch findet seit 3 Jahren statt. Folge, die Entwöhnungsdauer dauert etwa 3 Monate. Dosisreduktion ist in dem Fall relativ einfach. Statt der 10 Tabletten reduzieren wir pro Woche um eine Tablette, also erst auf 9, dann auf 8, dann auf 7 und so weiter und so fort. Sind wir bei etwa 10 Wochen. In den letzten 2-3 Wochen wird auch die Tagesanzahl der Einnahme reduziert, also nicht mehr jeden Tag, sondern dann nur noch jeden zweiten, jeden dritten Tag. Das waren Beispiele für Entwöhnungstherapien und Hilfestellungen, die man dem Patienten geben kann. Ganz wichtig, wenn Sie den Verdacht haben, es liegt ein Arzneimittelmissbrauch vor, sprechen Sie den Patienten vorsichtig an, sensibel. Fragen Sie, warum brauchen Sie so viele Schmerzmittel, warum brauchen Sie so viele Schlaftabletten? Und versuchen Sie dann, möglichst zusammen mit dem Arzt, beziehungsweise ärztlich kontrolliert, eine Dosisreduktion, was bedeutet in der Regel ein langsames Ausschleichen.
Ausnahme hatten wir besprochen. Der MYK, also der Medikamentenüberdosierungskopfschmerz, hier wird in der Regel ein kalter Entzug durchgeführt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.